Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Uns sind die Steine ausgegangen. Deswegen müssen wir wieder in die Höhle. Wir haben ja hier etwas weiter gebaut. Hier oben schon eine kleine Grundmauer gesetzt, wo natürlich demnächst auch noch Fenster reinkommen. Aber die Anordnung mache ich dann erst, wenn ich die erste Etage fertig habe. So, wir schauen uns mal kurz um, bevor wir in die Höhle gehen. Leider ist das Getreide noch nicht fertig. Sonst hätten wir nämlich nochmal zu den Kühen gehen können, um... Aha, diesmal hat es geklappt. Beim letzten Mal, jetzt haben wir hier drei. Beim letzten Mal hatte ich ja schon mal drei, also eine kleine Kuh. Aber die war dann auf einmal weg. Warum auch immer. Normal kommen die hier ja nicht raus. Aber das ist gut. Okay, die lassen wir aber am Leben. Brauche auf jeden Fall für die Höhle was zu essen. Und ich weiß ja, dass hier hinter müssten eigentlich noch genau zum Beispiel Kühe auf Bäumen. Ne, die findet man ja immer in der freien Natur auf Bäumen an. Die meisten kennen das gar nicht, weil man kennt Kühe ja nur, wenn die irgendwo auf der eingezäunten Weide stehen. Aber nein, in freier Natur leben sie auf Bäumen. Oh, diese Kuh hier ist auch widerspenstig. Ja, da freut sie sich. Sehr gut, ich bin glücklich. Wenn die Kuh glücklich ist, dann tut es mir auch nicht so leid, dass ich sie essen musste. So, wie viel haben wir? Drei. Ich glaube, eine Kuh nehmen wir noch. Aha. Aha. Du kannst dich nicht verstecken. Mal gucken, ob wir hier noch ein bisschen Getreide finden. Ja, das Schaf, das ist ja mal extrem gut getarnt hier. Cool. So. Fürs Erste dürfte das reichen. Ah, ein Mini-Teich habe ich hier hinter auch noch. Schön. So. Mache ich mir direkt den Weg dahin. Frei. Einmal kurz in den Ofen. Super, da haben wir auch noch... Nein, das Fleisch nicht. Das hier. Gucken wir mal in meiner Zwischenbehälterkiste. Da schmeiße ich das Eisen rein. Die Steintreppe, die nehme ich mal mit. Vielleicht brauche ich die in der Höhle. Fackeln haben wir noch genug. Da brauche ich keine mehr. Einen Schneeball, den tue ich weg. Das Leder brauche ich auch nicht so. Okay, viermal Fleisch dürfte auf jeden Fall reichen. Gut, dann auf zur nächsten Tour. Denn wir brauchen Steine, jede Menge Steine. Tja, da muss auf jeden Fall noch was dran getan werden. Das sieht... von außen noch überhaupt nicht schön aus. Von innen ist es jetzt auch kein Wunderwerk. Aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Ah! Hallo, Schleimi. Wow, hallo. Mach dich weg. Ich mag euch überhaupt nicht. Aber es gibt so viele von euch hier. Unglaublich. So. In der letzten Folge habe ich auch etwas mit den Shader-Paketen rumprobiert. Aber ich muss leider sagen, bis jetzt habe ich für meine Konstellation noch nicht das Richtige gefunden. Ich glaube, ich muss hier lang.
Ich habe immer wieder, also es läuft eigentlich flüssig, alles ganz normal. Ich habe auch noch mal ein paar andere Shader-Pakete ausprobiert. Aber ich habe immer wieder mal Grafikfehler drin. Und da habe ich mir gedacht, das möchte ich auf jeden Fall nicht so lassen bei der Aufnahme. Deswegen erstmal wieder mit dem ganz normalen Paket. Ich weiß gar nicht, warum ich. Aber ich wollte mir die Schlucht nochmal angucken. Eigentlich brauche ich ja gar nicht so tief in die Höhle hier rein. Haben wir hier eigentlich noch was drin? Nee. So, einmal hier hoch. In der Schlucht haben wir ja einige Sachen. Da bin ich auch noch nicht lang gegangen, oder? Doch, genau hier lang muss ich. Das ist richtig. Und in der Schlucht fangen wir direkt an abzubauen. Dum, di dum, di dum, di dum. Hier die Brücke für mich extra mit Stützen, damit ich hier auch nicht mehr runtergeschmissen werden kann. Zum Beispiel von so einem Skelett. Warte mal, ich habe doch auch einen Bogen, aber ich habe leider nur einen Pfeil. Schade. Komm, Kopfschuss. Hat nichts gebracht. Okay, ich beeile mich mal hier einmal rum. Und dann hier runter. War hier gerade. Oh! Okay, noch ein bisschen weiter. So. Hier war doch gerade irgendwo ein Enderman, oder? Habe ich mir das nur eingebildet? Hallo Creepy, na komm, spring. Spring doch, Feigling. Das ist ja gut, was macht das Skelett da hinten? Das ist echt nicht blöd. Na, schade, dass da unten jetzt das Wasser auch da lang geflossen ist, weil sonst hätte es das Skelett dahin gerafft. So, jetzt ein bisschen weniger quatschen, mehr arbeiten. Denn wir sind ja schließlich hier, um Steine zu sammeln. Kohle nehmen wir auch direkt mit. So, ich könnte mir direkt mal wieder hier eine Treppe bauen, um noch tiefer zu kommen. Es wäre ja super, wenn wir da unten noch ein paar andere Rohstoffe finden, zum Beispiel Diamanten. Lava gibt es da unten ja auch genug, haben wir festgestellt. Wir könnten Glück haben. So. Aber hier müssen wir auf jeden Fall tierisch aufpassen. Wenn wir uns hier so an den Rändern begeben. Ich glaube, ich lasse einfach. Oh. Nächste Spitzhacke, bitte. Oh, sehr viele habe ich ja nicht mit. Noch zwei. Da hätte ich mir doch ein paar mehr einpacken können. So, wir arbeiten uns jetzt einfach mal hier mit einer schönen breiten Treppe runter. Da können wir auf jeden Fall in der Zeit wenigstens einige Steine sammeln. Und wir haben dann einen ordentlichen Abgang damit. So, hier noch weg. Nächste Fackel. Nein, kein Bogen, Fackel. Sehr gut. So, es ist schön, dass draußen so langsam der Frühling beginnt. Der Winter, der hat ja echt lange genug gedauert. Ist zwar momentan am Regnen, aber was soll's. Es ist nicht mehr. Oh, wo bin ich jetzt hier? Mal gucken, welche Ebene.
Oh nein. Das war nicht gut. Ein Moment. Da schmeiße ich doch mal kurz noch mal Erde hin. So. So. Ja, der Frühling kommt wieder. Das finde ich gut. Ich weiß nicht, auf was freut ihr euch denn am meisten jetzt, wenn wieder endlich die Sonne rauskommt? Man nicht mehr nur den ganzen Tag Let's Plays von anderen Leuten guckt. Oder vom Fernseher hängt oder sonst was macht, weil man halt nicht raus kann. Das war ja wirklich lange genug kalt. Und ich bin froh, dass es jetzt warm wird. Am Wochenende habe ich gehört, es soll es sogar 20 Grad werden. Das wäre ja grandios. So, ist nicht mehr tief bis unten. Nicht mehr so weit. Schlender mich mal hier entlang. Ganz schön gefährlich. Okay, ich bleib mal lieber. Ich baue jetzt erstmal die Treppe hier runter. Na komm schon. So, Spitzhacke. Zack, zack, zack. Die Steine müssen weg. So eine Diamantenspitzhacke wäre jetzt ganz praktisch. Dann würde das hier ratzfatz gehen. Oh. Einmal eine Fackel wieder. So. Okay, jetzt weiß ich nicht, wie tief wir sind. Wir haben... Könnte schon sein, dass wir unten sind. Ich mache mal hier so ein Fenster rein. Oh, wunderschön. Okay, aber wir sind noch nicht ganz unten. Das braucht noch ein kleines bisschen. Ein paar Stufen brauchen wir noch. So. Ja, so langsam hört sich das auch an, als wenn wir unten angekommen wären. Der Zombie wird lauter. Ich hoffe es zumindest, denn die Spitzhacke hier hält auch nicht mehr lange durch. So, einmal nochmal Licht machen. Und das nächste Fenster. Das ist schon ganz schön tief hier. Aha. Na, was macht ihr denn hier? Oh. Da ist einer, der schießen kann. Okay, ich hab's genau getroffen. Wir sind jetzt hier unten. Jetzt müssen wir erstmal heil hier rauskommen. Ohne uns einer zu großen Gefahr auszusetzen. Diesen Leiharbeitern hier unten ist nicht zu spaßen. So. Ja. Einer noch. Erstmal ein bisschen Licht hinsetzen. Na komm schon. Wunderbar. Hier kann man ja gar nicht laufen. Spring. Na komm schon. Oh, super. Falsch. So, einmal hier hin. Mal gucken, wo es hier lang geht. Das hier war ja die Stelle, genau. Hier unten habe ich mich runtergebaut. Eher gesagt, hier habe ich mich wieder hochgebaut. Und da oben bin ich ja abgeschossen worden. Und hier das... War die Stelle jetzt mich das erste Mal mit Licht hier unten. Dann könnte ich doch noch mal kurz gucken, aber ich glaube es nicht. Stimmt, die Sachen, die sind ja... Ich habe gehört, die Sachen sind sowieso nach 10
Minuten, wenn man sie nicht abgeholt hat, wieder weg. Das ist schade. Denn da habe ich schon einiges gesammelt gehabt. Ganz am Anfang. Alles war wieder weg. Ich weiß, da unten ist Eisen gewesen, aber... Boah. Ach komm. Raus aus dem Wasser. Ich mache mir jetzt erstmal hier das Wasser weg. Okay, da kommt noch mehr von da hinten. Na super, da ist natürlich richtig viel Eisen. Ah, okay. Ich muss mir da was überlegen. Wo kommt denn das Wasser daher? Aha, da oben aus dem Fenster. Ich glaube, da mache ich diese Quelle zu. Juhu, noch mehr Eisen. Zack, zack. Aha, das kommt direkt aus dem Stein hier. Das war's schon. Mann. Noch mehr Wasser. Na gut, dann lasse ich das Eisen erstmal, wo es ist. Weil ich habe jetzt keine Lust, da unter Wasser zu graben. Steine haben wir ja auch wieder ein paar, um gleich weiterzubauen. Und da haben wir, super. Tada. Das ist, glaube ich, Gold. Ne? Oder? Ich meine ja. Mache ich mal kurz. So, hier das Wasser zu. Juhu, wir haben Gold gefunden. Alles klar, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und beende diesen Part mit einem super Erlebnis, und zwar Golderz. Ja, vielen Dank fürs Zusehen.